Morgen, ihr Lieben. Wir gehen jetzt frühstücken. Wir sind heute etwas später aufgestanden. Wir haben schon fast 10 Uhr. Ja, wir nehmen euch heute einfach ein bisschen mit und würde sagen, viel Spaß mit dem Vlog. In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. So, ihr Lieben, ich habe gerade meine Beine epiliert. Wir gehen jetzt wieder runter zu Audet. Wir waren gerade mit Lina oben, weil Lina hat endlich nach 3 Tagen groß gemacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, aber eben am Frühstückstisch ist es dann passiert. Und ja, jetzt haben wir kurz ihren Pampers gewechselt, jetzt ziehe ich ihre Schuhe wieder an. Und dann gehen wir runter und der Zimmerservice war noch nicht da. Wäre aber schön, wenn er kommt, weil Linas Stinkepampers ist hier. Ich habe die jetzt natürlich in eine extra Tüte gepackt, damit nicht das ganze Zimmer stinkt. Du, Lana. Das ist falsch rum. Übrigens wollten wir heute das Video drehen, was es wird. Heute oder morgen. Moment. Warte an mir. Ich stelle die Kamera kurz hin, ja? So. Bleib mit mir. Bye. Baba, Andi. Mummusmuck. Bobstaba. Bobs. Ja, dann gib mal deinen anderen Fuß. Hier. So, Rihanna, für den. So, meine. So, ihr Lieben, wir melden uns dann, wenn wir rausgehen. Schwimmen wird heute nichts, glaube ich. Aber wir gehen auf jeden Fall gleich raus, nachdem wir ein bisschen Tee getrunken haben. So, wir sind jetzt wieder auf dem Zimmer. Ich habe mich umgezogen. Leute, es ist draußen sowas von warm. Aber sowas von warm. Also nicht warm, sondern heiß. Deswegen habe ich mich jetzt umgezogen. Und wir brauchen Klamotten, wir haben zu wenige Klamotten mitgebracht. Bei uns ist schon alles einmal angezogen worden. Und das ist erstmal der dritte Tag oder der zweite Tag. Dudak benim aşka kimse onu öpmesin. Kimse sana canım cicim balım demesin. Kıskanırım seni başka biri sevmesin. Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin. Dudak benim aşka kimse onu sevmesin. Öpmesin. La 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 la. Übrigens, wir waren wirklich nur 10 Minuten weg und der Service war da. Hat die Mülltonne mitgenommen. Die Stinkepampers waren ja auch natürlich. Und unser Bett ist jetzt sauber. Also, was heißt sauber? Ist gemacht. Und die Toilette? Habe ich euch eigentlich die Toilette gezeigt? Ich weiß gar nicht. Ja, oder? Also ihr kommt hier rein. Nee, ich habe die nicht gezeigt, weil hier Wasser war auf dem Boden. Hier sind ganz, unsere ganzen Utensilien. Hier ist ein Telefon. Ich weiß wirklich nicht, was ein Telefon auf der Toilette sucht. Ihr könnt mir das jetzt vielleicht erklären. Dann ein Föhn. Hier sind die Handtücher. Hier ist Linas Badeanzug. Hier bei, auch das ist die Dusche. Man kann einmal komplett oben duschen und einmal nur im Körper abduschen. Das finde ich total gut. Ja, das war's auch. Mehr gibt es nicht zu sehen. Toilettenpapier haben wir noch. Oh! Und das ist so scheiße, ne? Also wenn du hier die Tür zu aufmachst, dann knallt das voll gegen die Glasscheibe da. Du meinst, das ist kaputt. Das ist irgendwo ein Outfit, das kennt ihr bestimmt, das Kleid, ne? Das habe ich mit Audet zusammengebracht. Ja, wir warten jetzt auf Audet. Der redet mit seiner Familie. Ihr Lieben, ich muss euch mal was zeigen. Wir haben für Lina ja Joghurt gekauft. So geil. Schaut mal, da ist sogar ein Löffel dabei. Habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Und wir haben uns sogar mit Audet überlegt, haben wir Löffel im Zimmer? Nee, ne? Und dann habe ich das gesehen, dachte ich mir so, Jackpot. Geil. Geil, 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 oder? Lina guckt jetzt übrigens irgendeine türkische Kinderserie. Was denn? Ja, da. Ich mache dir das jetzt auf, ja? Nee. Wir fahren jetzt ins Malka Istanbul. Das ist auch ein Einkaufszentrum wie Terrace City, wo wir gestern und vorgestern waren. Aber soll viel, viel größer sein. Weil wir brauchen wirklich einige Klamotten. Und wo macht man hier denn das Licht an? Mensch. Ja, wir gehen jetzt kurz zur Rezeption und geben den Mädels Süßigkeiten. Schatz! Aufzug ist kaputt. Nein, ist nicht kaputt. Jetzt kommt runter.
vierte. Okay. Also bis gleich, ihr Lieben. Ich nehme euch mit. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Taxi. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, how can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things, I never needed gifts or diamond rings, all I ever need, So ihr Lieben, wir sind jetzt doch zum Wasserfall gefahren. Der Taxi, wie nennt man das? Der Taxifahrer hat uns jetzt angeboten, dass der uns erstmal hier hinfährt. Ich dachte, das ist ein Tier. Ja, und danach fahren wir einkaufen. Der meint 45 Minuten einstehen, da können wir spazieren. Der Arme, der fastet auch und es ist echt warm. Also ich denke mal, wir machen ein paar Fotos, schauen uns etwas um und dann fahren wir auch wieder. Nina, guck mal, hier kannst du Wasser trinken. Das liebe ich alle total, ne? Das ist da. Wo musst du denn jetzt hin? Wo ist das? Da, Schellale. Da lang. Scheiße, also die Wege sind hier ein bisschen holprig. Ich hätte den Kinderwagen im Auto gelassen. Ja, ne? Egal, vielleicht wisst ihr ja, wie gleich müde. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Seht ihr das Wasser, ihr Süßen? So schön. Schatz, wenn du da einmal reingehst, ne? Tschüss. Ja, dann fliegst du runter schön. Nein. Doch, es geht da runter. Guck. Aber da kommt doch mal nichts raus. Ich hoffe, ihr erkennt das gut. Also, hier geht's runter. Oh, so schön, Leute. Was will sie? Was ist das an dem? Das ist unnötig. Das ist ein Flummi, Lina. Wir machen die Fotos und hier sind voll viele Katzen. Hätten wir Katzenfutter mitgenommen. Gar nicht dran gedacht. Hier steht, dass man nicht ins Wasser jumpen soll. Dass das gefährlich ist. Ach, da kann man runter. Oh mein Gott. Ach, scheiße. Schaut mal, Leute. Wie geil. Where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know? That I just wanna be with you. Into my heart, but you don't see
that I just want you. You get me things, but I don't care. Baby, there is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Baby, there is a place where we can go, where it's always shining. So, wir sind jetzt im nächsten Einkaufszentrum und schaut mal. Schön, schön. Gehst du über den Sand? Wir haben jetzt für 20 Minuten 15 Liter bezahlt. Also 3 Euro. Eins, zwei, drei. Hoppa. Richtig schön hier. Schatz, musst du die ganze Zeit Fotos mit Lina alleine machen? Nummer 2. Warum wechselst du jetzt Thema? Was willst du? Der macht die ganze Zeit nur Fotos mit Lina alleine. Jetzt mach ich auch mit dir, das ist das Problem. Laden, das heißt Mango, das haben wir auch in Deutschland. Aber die Sachen hier gefallen uns nicht so gut. Ist alles so kunterbunt. Wir waren bei LC bei Kiki, da war es voll durcheinander. Wir sind jetzt in einem Einkaufszentrum. Wir schauen uns jetzt um und wenn uns was ins Auge sticht, was uns gefällt, dann holen wir das. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall bei der Menge. In der Männerabteilung. So. Schatz, wie findest du das hier? Wie findet ihr das, Leute? Ich schau mal kurz, Moment. So, ihr Lieben, wir haben jetzt für mich 2 Kleider gekauft. Oha! 14? Also, hier ist Essen. Wo sind wir gerade? Wir sind Erste. Dann gehen wir erstmal auf 3. Und 4. ist Dingens. Kino. Hier in jedem Einkaufszentrum gibt es ein Kino. Oh, was ist das? Diese stickische. Ja, stickische. You got a chicken. Dann kann man rein. Fertig gemacht, wir gehen jetzt schwimmen und ich nehme euch diesmal auch ein bisschen mit. Warte mal, Rudon. Tamam, geht. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich sammle mich jetzt hier und Dina und Alda spielen. Ich hab euch gezeigt. Ne, die sieht man jetzt nicht. Auf jeden Fall ist die Sonne da und ich sammle mich, wenn ich ein bisschen braun werde. So, ihr Lieben, Alda und Dina haben jetzt geschlafen. Moment. Und wir gehen jetzt auch raus. Das Wetter ist ganz angenehm. Ist nicht zu heiß. Ich habe mich jetzt auch, ich habe meinen Jumpsuit angezogen. Und habe mich fertig gemacht. Wir gehen jetzt essen, dann fahren wir in die Stadt. Und danach
Schatz. Krass, hier ist ein Pool. Wusste ich gar nicht. Genau, danach gehen wir. Ja, wir gehen essen, danach gehen wir in die Stadt, danach kommen wir nach Hause, legen Nina schlafen und dann gehen wir wieder raus. Gestern hat das sehr, sehr gut geklappt und heute machen wir das auch so. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts. Ich warte jetzt auf die beiden. Also auf Rotesch. Schatz! So, ihr Lieben, wir haben jetzt gegessen. Und wir gehen jetzt raus. Wir wissen aber noch nicht, wohin. Wir haben gerade ein Fotoshooting gehabt. Und der Typ will eiskalt für 10 Bilder 40 Euro haben. Ja, jetzt haben wir uns überlegt, lassen wir dieselben Fotos mit unserer Kamera machen. Ich finde das ein bisschen asozial. Er meinte, ich mache das nur, weil du Türkin bist. Finde ich richtig assi. Deswegen machen wir die Fotos lieber selber. Fragen den Leuten, ob die Fotos von uns machen können. Ich denke mal, keiner wird das bezahlen, freiwillig, oder? Ja. Heute habe ich das schon das dritte Mal gemacht. Momentan. Nein, warte. Hört ihr den Gebetsruf, Leute? Hier sind übrigens überall Kameras. Man fühlt sich voll beobachtet. Aber ich finde, den Gebetsruf hört man hier nicht so oft. Woanders. Okay, gell, die Katze. Hier gibt es keinen Platz. So, wir sind jetzt im Kale Ece. Das ist so ein Ort, da gibt es mehrere Läden. Ich zeig euch mal. Kale Ece. Ach Schatz, guck mal, hier gibt es auch was. Das ist das City Scan. Ja, wir spazieren jetzt auf jeden Fall und mal schauen, was wir alles finden. Wie sind wir hier auch noch? Also hier ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Schaut mal. So alte Gebäude. Voll schön alt, ne? Richtige wie nennt man es, Baracken? Nein, nicht Baracken. Also das ist ein Hotel. Ja. Was ist das? Drüben gab es Live-Musik. Das ist voll schön, ne? Ja, Mann. Ach, guck mal, miau. Oh, voll viele. Guck mal, da ist eine Babykatze. Oh, scheiße, wir haben kein Katzenfutter dabei. Guck mal, Schatz, hier gibt es Dingens. So, hier haben wir zum Beispiel Teppiche. Schatz, guck mal. Diese Omas. Schaut aber mal, Leute. Hier sind nicht zu verkaufen, die Schleier. Klar sind sie zu verkaufen. Klar sind sie zu verkaufen. Willst du oder was? So, ihr Lieben, wir sind jetzt. Ach du Scheiße. Ey, dieser Mann macht voll die Geräusche. Ey, bei dir musst du Eis kaufen und das aufnehmen. Hier ist gerade ein Kirmes, genau vor uns. Warte doch. Achso, was du denn? Wie hast du Schreck schon gemacht? Warum macht ihr so komische Geräusche? Dann findest du den lustig und gehst zu ihm. Genau, wir haben hier ein paar Fotos gemacht. Hier sieht man das Meer. Also ihr seht das jetzt auf keinen Fall. Papa, ich schmeiß Müll, ne? Back hier, ist ja geldig. Oh, in einer Meier. Schmeiß weg, schmeiß weg, schmeiß weg. Schmeiß doch. Und das ist selber schmeißen. Guck mal da, Lina. Oje? Da, vorne. So, jetzt sind wir gleich da. Hier ist echt schön. Ich bin gespannt, wie viel dieses Hopsen hier kostet. Bei uns was? In Deutschland kostet das 6 Euro. Wenn das Kind hoppeln will. Lina, willst du spielen? Was macht der Mann hier? Yeah.
Wo sollen wir das so lange halten, Schatz, ja? Nina, willst du so einen Ballon? Neckardasch? Mich an. Wie viel? 25. Welche Ballon, du? Günther ist eine Pappe. Gib einfach 20, ich sag 20, nehmen wir einen. Nicht mehr anderes. Oh. Ja, warte. Ne kadar bu? 25 lira. Halin hoş. Ne bu üçlü? Wow. Ledli balondur. Pille mi çalışır? Aynen, 3 pille çalışır. Sen sana verin. İyi akşamlar. Şans, koma. Der hat was fliegen lassen. Kann ich auf Toilette? So, die nannt jetzt ein. Ballon bekommen. Ja. Richtig schön. Na, Schatz? Was? Also hier jetzt. Also gar nicht zu vergleichen. Das sieht voll geil aus, ne? Warte, Baba. Wow. Hier. Scheiße, die hat was gesehen. Was denn? Eine Rutsche. Nee. Ihr Lieben, wunderschön, oder? Wir haben jetzt echt sehr, sehr viel gesehen in den letzten Tagen. Und Moment, wir müssen rüberlaufen. Hier kommt Straßenbahn. Ja. Ja, wir spazieren jetzt noch ein bisschen. Eigentlich müssen wir noch zur Apotheke, dann müssen wir noch ein paar Geschenke kaufen. Was war das? Der ist irgendwie gegen irgendwas geknallt. Die Leute hier fahren so behindert. Echt. Allah, die sind echt behindert, ja. Und die Läden haben hier noch alle auf, voll krass, also die meisten. Und hier sind so schöne Hochzeitskleider. Schatz, hier sind nur Hochzeitskleider. Guck mal hier. Und nur 1499 Euro. Da vorne, ja? Boah, schau mal, wie das Kleid glitzert. Da oben. Boah, sowas würde ich gar nicht anziehen wollen, ne? Gar nicht schön, oder? So, ihr Lieben, wir waren jetzt in der Shisha-Bar, haben ein bisschen gechillt. Lena ist am Schlafen gewesen, sie schläft auch immer noch. Ja, jetzt sind wir nach Hause gekommen, wir ziehen uns jetzt auch um und schlafen. Ich würde auch sagen, damit ist der Vlog hier beendet und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.